das oberflächliche Nistmaterial haben wir jetzt so einfach mit Hand und Kehrblech aufgesammelt. Jetzt kommt der Baumstumpf. Hier ist er glücklicherweise wirklich komplett fast durchgemorscht, sag ich mal, und wackelt schon, sodass wir den jetzt gleich raushebeln. Jetzt kommt der Baumstumpf. Ja, hier ist jetzt nur noch der letzte Rest. So viel mitnehmen, wie man kann, gerade weil hier auch noch Brut ist. Heißt es reinkrauchen in das Loch. Mal sehen, ob man das sehen kann. Der Dirk liegt auf dem Boden und versucht hier mit einem langen Arm noch unten ranzukommen. Ja, das ist der Nachteil von einer tiefen Pfahlwurzel.